Ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier aus dem Schatzmobil mit mir, Helmer Rudolf. Es ist ein wunderschöner Donnerstag. Ne, das sieht nicht doof aus. Gibt halt ein bisschen mehr Licht auf dem Gesicht. Und wir sind zurück, beziehungsweise fahren zurück aus der Altmark wieder zurück ins Wendland. Und haben wieder ein paar Minuten Zeit. Heute war ich ein bisschen länger auf dem Hof. Habe sehr interessante Gespräche geführt mit einem Unternehmer aus Hamburg-Berlin, der Bewässerungsschläuche herstellt und dann einem pensionierten Kaufmann, der aber gar nicht so pensioniert ist noch, sondern noch sehr aktiv ist und in Berlin einen gemeinnützigen Verein hat. Wenn ich mich richtig entsinne, Freude am Leben e.V. und sehr viel organisiert, sehr viele Kontakte hat, immer wieder Veranstaltungen hält mit seinen Mitte 70 noch. Und wir haben uns so über Gott und die Welt, über Projekte und mögliche Finanzierung unterhalten. Und dann habe ich gleichzeitig auch noch meiner Freundin Vivian die erste Version meiner mobilen App installiert auf dem Telefon. Mal zu gucken, ob das funktioniert. Und das tat es in der Tat. Ist noch nicht ganz fertig, aber funktioniert prima. Und war zum Schluss noch kurz im Laden und habe noch eingekauft. Und dazwischen, weil der liebe Thomas Freudenberg hat gesagt, ich soll mal ein bisschen erzählen oder ein bisschen was zeigen vom Taubenhaus. Und dieser Aufforderung bin ich mit Freude nachgekommen und habe ein paar Videosequenzen aufgenommen vom Taubenhaus. Und wer weiß, vielleicht landen sie in diesem Video, vielleicht auch in einem separaten. Ich denke mal, das hat es verdient, dass das irgendwo separat aufgeführt wird. Das Thema dieses Videos ist ein sehr interessantes. Eines, wo ich auch nicht ganz sicher bin, ob du dir jemals darüber Gedanken gemacht hast. Und wenn nicht, dann hast du mit diesem Video jetzt die Möglichkeit, genau das zu tun. Es dreht sich, wie immer, um Bewusstsein. Aber hier etwas detaillierter um die Auswirkungen einer Bewusstseinserweiterung, eines sich anhäufenden, zunehmenden Bewusstseins. Denn auch das hier, so wie so vieles andere auch, ist ein Erfahrungsbericht. Gedanken, die mir diesbezüglich durch den Kopf schießen und wo ich dachte oder denke, es könnte auch für dich ganz hilfreich und ganz nützlich sein, das zu wissen. Zu wissen ist gut, aber erstmal darauf aufmerksam gemacht zu werden. Mit einem zunehmenden Bewusstsein ist es ja nicht so, dass man irgendwo grobschlächtiger wird. Ganz im Gegenteil. Man wird feinfühliger, man wird empfindsamer. Man ist in der Lage, mehr aufzunehmen und dann hoffentlich auch in der Lage, mehr zu verarbeiten. Diese erhöhte Informationsaufnahme muss ja letzten Endes irgendwie verarbeitet werden. Weil wozu sonst würde man sie aufnehmen, wenn man daraus nicht irgendwelche Schlüsse zieht oder zöge, Konjunktiv, man tut es ja nicht sofort. Aber um diese Schlüsse zu ziehen, muss man in der Lage sein, sie zu ziehen. Das heißt, und ich vergleiche das immer mit einem Bildschirm. Wenn du einen großen Bildschirm hast und viele Punkte hast, hast du nicht nur irgendwie mehr für die Augen, die müssen das ja auch verarbeiten, sondern der
Computer braucht mehr Speicherplatz. Dementsprechend haben die Grafikkarten teilweise mehr RAM, falls es heute noch überhaupt getrennt wird, als die Computer selber, und die Grafikkarten mehr Rechenleistung. Weil sie diese Bildpunkte eben auf eine bestimmte Art und Weise in einer bestimmten Geschwindigkeit abspielen, anzeigen müssen. Und genauso verhält es sich mit deinem Bewusstsein. Diese Zunahme an Informationen ist nur dann von Nutzen, wenn du in der Lage bist, damit umzugehen. Das heißt, dein internes System muss auch entsprechend vorbereitet werden. Ansonsten ist das einfach verschwendet. Dann geht das an dir vorbei. Findet es nicht statt. Das heißt, nur wenn du den Speicherplatz hast und nur wenn du die Verarbeitungsmöglichkeiten hast, sprich Prozessorgeschwindigkeit, kannst du auch wirklich einen Nutzen daraus ziehen. Ansonsten nicht. Das ist einfache, banale Logik. Und das ist eine Sache, die nicht einfach mal so kurz und über Nacht passiert, sondern das ist eine Sache, die über die Zeit heranwächst, mit der Zeit. Und wo du auch mit großer Wahrscheinlichkeit, weil ich dir das nicht einreden will und ich kann das auch nicht für dich bestimmen, nicht immer sofort damit umgehen kannst. Damit musst du lernen, umzugehen. Du musst lernen, damit umzugehen, so heißt das richtig. Dass du auf einmal empfindsamer, empfänglicher geworden bist. Zwei verschiedene Sachen übrigens. Empfindsam ist das gleiche, nicht das gleiche wie empfänglich. Empfänglich heißt nur, bist du offen? Wie viel kannst du aufnehmen? Und empfindsam ist im Prinzip eine Feinstellschraube. Bei empfänglich ist es eine Quantitätssache und bei Empfindsamkeit ist es eine Qualitätssache. Und wenn du, während du immer empfindsamer wirst und empfänglicher wirst, diese Informationen aufnimmst, musst du eben lernen, diese Sachen einzuordnen. Das ist nicht immer einfach. Denn du wirst mit Informationen konfrontiert werden, die dich erstmal in deinen Grundfesten erschüttern werden. Und ich sage das bewusst so, weil das so ist. Weil du dir durch diese Erweiterung deines Bewusstseins vor allem der Gegenseite dessen, was dein bisheriges Bewusstsein ausmacht, bewusst wird. Nochmal auf Deutsch. Du wirst dir zunehmend der anderen Seite bewusst. Dein Bewusstsein wird dadurch ganzheitlich. Aber zunächst verwirrt dich das, weil auch die andere Seite genauso valide ist, wie die eine, die du vielleicht bisher unterhalten hast. Was bisher deiner vorherrschende Geisteshaltung, deine Überzeugung, deine Glaubensmuster ausmachte. Und jetzt auf einmal sieht es anders aus. Du nimmst die andere Seite wahr, weißt, dass sie oder erkennst, dass sie genauso schöpferisch ist und dass sie eben auch eine Legitimierung hat. Das heißt, auch sie hat eine Berechtigung, sich auszuwirken. Und die Frage hier ist, wie gehst du damit um? Mit diesem Wissen, mit diesem zu oder anwachsenden Informationsfluss. Vielleicht hast du ja da auch schon eigene Erfahrungen gemacht und es ist gar nicht so neu, wie vielleicht dieses Video suggeriert. Darfst du gerne mit mir teilen, was deine Herangehensweise da ist, ob du dann vielleicht schlafen gehst oder ob du in die Natur gehst oder ob du eine Runde meditierst oder in der Natur schlafend meditierst.
kannst du natürlich auch machen. Und wie du generell damit umgehst, ob dir das schon mal oder überhaupt schon mal begegnet ist, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass du nicht auf einmal aus 1, 2 oder 3 gemacht hast, dass das auf einmal mehr geworden ist und dass du vielleicht eine Schwierigkeit hast, zwischen denen zu unterscheiden. Na, was mache ich jetzt? Wie viel mache ich von was? Wie verhalte ich mich in dieser Situation? Breche ich hier einen Kontakt ab oder initiiere ich hier den Kontakt? Lasse ich das noch irgendwo rumschwelen, unter dem Radar laufen oder sage ich, okay, das reicht, das Ende, mehr will ich nicht? Schwer zu beschreiben, weil das einem oft immer erst dann bewusst wird, wirklich, wenn es einem bewusst wird und vorher hast du keine Handhabe, was diese Information anbelangt. Ist ganz schwer in Worte, also ich finde das momentan schwer in Worte zu fassen. Wahrscheinlich gerade deswegen, weil ich es bisher noch nicht in Worte gefasst habe. Würde ja Sinn ergeben. Aber nochmal zurück, ohne hier zu wortreich zu werden oder wortschwallreich zu werden. Ist dir das selber mal aufgefallen? Na, dass du auf einmal die Alternative genauso in Betracht ziehst, wie du das in Betracht gezogen hast, wozu es vorher keine Alternative gab. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ist das etwas Ermächtigendes oder ist das etwas, was dich vielleicht verwirrt und vielleicht dir sogar irgendwo die Energie abzieht auf eine gewisse Art und Weise, gerade weil es dich verwirrt? Hast du mal negative Auswirkungen davon erfahren, von deiner Bewusstseinserweiterung? Und Bewusstseinserweiterung, damit meine ich nicht, dass du dir auf irgendwelche Drogentrips gehst, ob irgendwo mit Pflanzen oder Tiergift induziert, sondern durch diesen systematischen Prozess, auf den du dich bewusst eingelassen hast und der eben ein Prozess ist und nicht mal so eine Ein- oder Zweimal-Erfahrung, sondern etwas, was du auch systematisch angehst und wo du auch weißt, wie die Zwischenschritte aussehen. Also ein Konstrukt, nicht mal so ein Schnippschnipp. Negative Erfahrung, positive Erfahrung. Ich möchte noch mal erwähnen, das hatte ich im letzten Video erwähnt, wo es darum geht, Hilfe, ich bin am Kollabieren. Unterhaltung mit einer lieben Freundin, die gesagt hat, ich habe losgelassen. Ich biete nichts mehr an groß, ich lasse das alles auf mich zukommen. Ich bin voll im Vertrauen. Ich weiß nicht, wie der Weg aussieht. Das heißt auch, ich weiß nicht, wer auf mich zukommt, wann wer auf mich zukommt, mit was, wann wer auf mich zukommt. Aber ich bin im Vertrauen, dass die Sachen passieren. Und das Interessante ist, sie passieren. Wohnung bekommen, Arbeit bekommen, auf der Arbeit eine richtige Glanznummer hingelegt. Auf einmal kamen dann, wie aus dem Nichts, Kunden für ihren Kurs Sehen ohne Augen und Telekinese. Das sind zwei Sachen, die sie anbietet. Und wir hatten uns darüber unterhalten, weil ich ihr eben über Instagram einen Post zugeschickt habe, wo es in England eine Schule gibt, wo die Kinder ohne Augen sehen können. Also die haben Augen und die können auch sehen, aber die tragen so eine Maske und dann machen die Hindernislauf oder die fahren im Kart da auf der Kirmes beim Schützenfest. Oder sie erkennen Farben oder sie erkennen Gegenstände, obwohl die Augen geschlossen sind. Faszinierend. Vielleicht verlinke ich das sogar hier in der Beschreibung, muss mal gucken, falls du Interesse hast. Aber hier geht es mehr um in der Lage zu sein, mit einem erhöhten Bewusstsein umzugehen. Weil nach hinten raus bedeutet das zumindest aus meiner heutigen Sicht, du brauchst immer mehr Speicher und du brauchst immer mehr Kraft, Macht und Kraft, das zu verarbeiten. Wie sieht das aus? Ist das etwas, was irgendwann so selbstverständlich wird,
dass es im Prinzip ja wie von selbst von der Hand geht. Da bin ich noch nicht ganz. Es geht von der Hand, aber das ist jetzt so ein, wirklich so ein Transformationsprozess, durch den ich da durchgehe, wo ich mir eben bewusst werde, na, was in mir vorgeht, wie ich Dinge betrachte, wie ich Personen betrachte, wie ich mit Umständen umgehe, welche Optionen sich mir bieten. Und allgemein, wie ich Dinge vielleicht vorher angegangen bin und mir jetzt bewusst werde, dass ich diese Dinge ja mit anderen Augen betrachte und dadurch zu ganz anderen Erkenntnissen komme. Sicherlich und unter anderem auch deswegen, weil ich eben einen Referenzpunkt habe, der in der Vergangenheit liegt und mit dem ich das abgleichen kann. Denn das war vorher nicht wirklich der Fall. Und somit konnte auch nicht polarisiert werden. Konnte es zu dem nicht kommen, wozu es jetzt gekommen ist, durch die Polarisierung, durch die Bewusstwerdung, durch das Betrachten vielleicht ein und derselben Sache oder ein und derselben Situation, aber jetzt mit einem höheren Bewusstsein, mit einem Bewusstsein überhaupt, es muss noch nicht mal hoch sein, mit einem Bewusstsein. Und dann, wo der Abgleich stattfindet und wo dieser Abgleich, Vergleich, die Unterscheidung zunächst erstmal ganz schön verwirrend sein kann. Weil letzten Endes soll, muss, darf ja da auch eine Handlungskomponente dahinter stecken. Denn was soll es sonst bringen? Es soll ja zu einer neuen Entscheidung kommen. Warum sonst sollte ich mein Bewusstsein erweitern? Warum sonst sollte ich etwas anders machen im geistig-mentalen Bereich? Warum? Ist doch nur, weil ich letzten Endes irgendwo was in meinem Verhalten, in meiner Kommunikation, in meinen Gefühlen, in meinem Sein verändern möchte, muss, will, damit was anderes dabei herauskommt. Will sagen, wir befassen uns mit dieser Thematik nur, um nachher etwas anders zu machen. Sicherlich findet man auch eine Form von Bestätigung in bestimmten Dingen und die müssen dann eben nicht anders gemacht werden. Das läuft ja alles, ist ja in Ordnung. Andere Sachen wiederum müssen polarisiert werden, müssen mit anderen Augen betrachtet werden, damit neue Ursachen, alte Ursachen erkannt werden und neue Ursachen gesetzt werden. Und diese neuen Ursachen führen dann eben zu neuen Auswirkungen. Wie das mal so ist. Weil dieselbe Ursache würde zu selben Auswirkungen führen. Aber dieselben Auswirkungen oder diese Auswirkungen, die wir jetzt gerade wahrnehmen, gefallen uns ja nicht. Deswegen wollen wir neue setzen. Aber um neue zu setzen, müssen wir erstmal neue Ursachen setzen. Um neue Ursachen zu setzen, müssen wir erstmal die alten erkennen. Warum diese Dinge geschehen sind. Und sich dann mit der Gegenseite befassen, eben durch diesen Polarisationsprozess, um sich der Gegenseite zunehmend bewusst zu werden, um das zunehmend in sein eigenes Wesen, Verhalten, in die eigenen Überzeugungen, Glaubenssätze etc., Muster einzuweben und zu integrieren. Lass das mal sacken. Das sind jetzt schon wieder 20 Minuten, hätten es eigentlich gar nicht werden müssen, werden sollen, aber ist gut. Nennen wir dieses Video vielleicht die dunkle Seite des Bewusstseins. Wenn der Schatten auf dich fällt. Vielleicht ist es gar kein Schatten, vielleicht ist es ja so, dass du dir deines Schattens bewusst wirst und die helle Seite des Bewusstseins zunehmend wahrnimmst. Ist ja auch möglich, dass du dir des Lichts, der Fülle, der Schönheit, der Großzügigkeit, der Liebe, der Dankbarkeit, der Hingabe, dass du dir dessen bewusst wirst, vielleicht zum ersten Mal und erkennst, Mensch, diese Sachen sind ja
vorhanden. Ich muss sie ja nur in Anspruch nehmen. Es liegt ja bei mir, an mir, ob diese Sachen verstärkt zu mir kommen oder nicht. Und was sich alles so schön und abstrakt und weit hergeholt anhört, hat halt immer die praktische Komponente. Weil letzten Endes willst du das ja in dein Leben integrieren. Du willst dein Leben leichter machen für dich und für deine Mitmenschen. Du willst in Situationen einfach souveräner, überlegter, harmonischer mit Situationen umgehen. Vor allem mit disharmonischen Situationen. Und da kann ich dir schön aus der eigenen Erfahrung berichten. Die habe ich nämlich jetzt gerade mal wieder satt. Also ich habe sie satt und ich habe sie satt. Na, das ist auch schön, selber Ausdruck. Unterschiedliche Bedeutung. Und mach mir auch meine Gedanken darüber. Okay, was machst du jetzt? Wie gehst du damit um? Wie verhältst du dich? Wo bringst du dich ein? Wo hältst du dich zurück? Wenn du dich einbringst, wie bringst du dich ein? Auf welche Art und Weise? Denn auch das ist ja nirgendwo festgelegt. Auch das ist ja nirgendwo festgeschrieben von irgendwo jemandem. Das entscheide ja ich letzten Endes. Und da habe ich auch immer die Möglichkeit, das Alte weiterzumachen, was ich bisher gemacht habe. Oder einfach mir zu überlegen, was kann ich neu machen? Wie kann ich an diese Situation neu herangehen? Wenn alles hunky-dory ist, wenn alles schön und gut ist, kein Thema. Aber gerade wenn die Dinge nicht harmonisch sind, ist das Bewusstsein gefragt, sind wir gefragt, um auch diese Dinge in uns zu ändern. Denn die anderen sind ja auch nur eine Projektion. Und es ist immer so leicht und verführerisch, mit dem Finger auf den anderen zu zeigen. Sagen wir, der ist das Arschloch, der verhält sich so und so und so. Aber letzten Endes, und das muss man sich ganz knallhart eingestehen, letzten Endes gibt es keinen anderen. Es gibt nur das Selbst. Und das Selbst schafft den vermeintlichen anderen im Außen. Aber das Außen gibt es nicht, weil es nur ein Bewusstsein gibt. Und diesem einen Bewusstsein wird getrennt, wird separiert. Aber diese Separation, diese Trennung ist eben eine Illusion, weil alles eins ist. Nur in unterschiedlichen Ausmaßen, zu einem unterschiedlichen Grad. Aber es ist alles eins. Das ist schwer anzuerkennen, weil man ja über seine Sinne und über den Verstand bisher immer wieder getrennt hat. Ne? Man ist ich bin ich selbst, aber ich bin jetzt nicht der andere. Ich bin ich selbst, aber ich bin nicht meine Familie, mein Bruder, meine Schwester, mein Onkel, meine Tante, meine Mutter, mein Vater und meine Cousinen und so weiter und so fort. Ich bin nicht mein Boss. Alles von mir getrennt. Aber auf der Bewusstseinsebene gibt es diese Trennung nicht. Da ist alles eins, weil alles aus dir herausgeht. Oder wie Katrin gestern sagte, nach außen gedrückt wurde. Das, was du im Außen wahrnimmst, ist ein nach außen gedrücktes Ich. Du weißt, was ich meine. Es gibt das nicht. Denn das gibt es ja nur in deinem Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein schafft sich dann die ganzen Konstrukte, die dann sagen, ja, der sieht das ja auch. Aber selbst der ist nur eine Projektion deines Bewusstseins, eine Aufspaltung, eine Trennung. Und deshalb sage ich das, das ist am Anfang nicht einfach, weil man ja sicherlich über Jahre, Jahrzehnte in dieser Trennung aufgewachsen ist und sein Leben eben so erlebt hat und nicht anders. Und jetzt kommst du langsam auf den Trichter, dass das alles du selbst bist. Und wenn es alles du selbst bist, gibt es ja auch keinen, auf den du mit dem Finger zeigen kannst, der irgendwo für deine Misere verantwortlich ist, sondern das bist du selbst. Und da tut es zu Beginn nämlich oft entsprechend weh, wenn du erkennst, dass du es selbst bist und dass die Lösung für dieses Problem auch in dir selbst ist, in deiner Verantwortung liegt, in deiner Responsibility liegt, in deiner Ability, Fähigkeit to respond. So. Aber respondest du denn, antwortest du denn darauf oder lässt du das liegen, schiebst du das vor dir her? Ignorierst du das? Na okay, das ist halt auch eine Ursache.
gibt dann wieder dieselbe Wirkung. Ist ja auch nicht verwunderlich, geht ja auch nicht anders, weil das Leben so funktioniert. Tust du etwas, was dich auf diesen Prozess irgendwie vorbereitet? Bereitest du dich irgendwie darauf vor? Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Wenn ja, teile sie gerne mit mir und den anderen, die sich dieses Video anschauen. Wie sieht Bewusstseinserweiterung bei dir aus? Wie sieht die dunkle Seite aus deines Bewusstseins? Welcher dunkler Sachen bist du dir bewusst geworden? Hat sich in dir irgendwo was Militantisches aufgetan, weil du erkannt hast, ob der Ungerechtigkeit, die du in der Welt siehst, interpretiert hast? Ist es vielleicht die eigene Ungerechtigkeit zu dir selbst? Sollte damit anders umgegangen werden? Solltest du mit dir anders umgehen? Wie sieht das aus? Wie sieht dieser neue Umgang mit dir selbst aus? Alles sehr interessante Fragen, bei denen ich es auch belassen möchte. Die Rüttelstrecke fängt an. Wir müssen langsam fahren. Hier passt noch ein Traktor auf die Straße. Und ich verbleibe wie immer mit Peace and Blessings. Lass von dir hören. Ich freue mich über ein Abo, freue mich über einen Kommentar, freue mich über einen Daumen hoch. Und jetzt geht's in den Wald rein. Bis zum nächsten Video. Elmar Rudolph verweist auf seine Webseiten. Verbleibt wie immer mit Peace and Blessings. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.